Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ja, wir sind wohl an jener Stelle hier stehen geblieben das letzte Mal. Ich bin aber nachdem die Aufgabe beendet war, bin ich nochmal wieder in unser Städtchen zurückgekehrt, um ein paar Dinge zu erledigen. Oh, siehst du, hier könnte ich auch nochmal... Das machen wir gleich auch erstmal nochmal, bevor wir dann wieder hier hinspringen. Und dann werde ich, glaube ich, bevor ich mich darum kümmere, dass wir den guten Mann hier bekommen, werde ich mich nochmal um dieses Leuchtfeuer kümmern, damit wir hier wieder einen Sprungpunkt haben. Und dann fällt uns das alles vielleicht ein bisschen einfacher. Es tut mir furchtbar leid, ich bin ein bisschen erkältet. Und ich neige zum Rumschniefen. Ich habe mir hier zwar extra Taschentücher mit hingelegt, aber... Also relativ unruhig. Ich hoffe, ich schniefe euch nicht zu sehr voll. Nun, in diesem Sinne erst einmal. So, wir werden also einmal schauen, was es hier Schönes zu bequesten gibt. Das scheint der Trunkenbold von nebenan zu sein, der uns da wieder einmal mit irgendwelchem entweder spielt er gerade ganz heftig an sich rum oder wir sollten mal nachschauen. War das jetzt der Höhepunkt? Böser Flashback. Irgendwelche Napalm-Opfer. Vietnam. Sonnenläufer. Oh. Da möchte ich ja eigentlich nicht zu den Gefangenen gehören, ne? Die Werkzeug. Schlimmer als der Tod. Sieht auf jeden Fall gerade nicht so. Oh, das sieht aus, als wäre in den letzten Zügen hier. Bei dem ganzen Genick gebrochen? Ich glaube, ich werde mir schwer überlegen, ob ich nochmal von dem Kollegen was trinke. Die waren wahrscheinlich nur zusammen saufen, die beiden. Oh, Alter. Das finde ich jetzt nicht so nice. Kurzer Augenblick. Bei den Temperaturen der Kälte sein, ey. Geil. Kade. Na, Ringwahl aus und braucht Schwierigkeit schwer. So. Nein. Gib mir mal einen Tipp, bin ich blind? Sonnenläufer? Hä? Ja, Alter, die Mission ist gerade, die macht mich fertig. Echt, was? Ja, ist klar. Schlecht
dir hinten noch irgendwas? Vielleicht soll ich noch ein paar Turnschuhe kaufen oder. Wow! Ach du Scheiße, leck mich am Arm. Ja, gut, also wir machen wie geheißen erstmal dorthin. Erstmal ganz easy peasy in Ruhe das, was wir vorhatten. Und dann kümmern wir uns mal hier um Missionen. Ja. Schön, dass du auch noch kommst. Captain aus der Puste. In den Rücken geschießt. Okay, die müssen auch so ungefähr 2 Millionen Menschen leben in diesem Tal. Wirklich? Habe ich jetzt meinem eigenen Wolf in den Rücken geschossen, weil er zufällig gerade vorbeikam? Wie finde ich das? Geht so. Hä? Suchen ist dann doch wieder streicheln draus geworden, oder was? Suchen. Ach, leck mich. Meine Fresse, doch. Jo, Männer, habt ihr alle gut gemacht. Ihr seid die Besten, sag ich euch. Was, wenn du jetzt hier auch nur eine Sekunde so lange rumstehst, hast du gleich die nächste Welle an den Hacken. Ah, ja. Ich sehe doch schon. Ich glaube, ich habe keine Zeit für so eine Ja. Da will die nächste Grüne Kacke. Das war doch ein Mann. Haben sie sich gegenseitig abgeschossen oder was? Hä? Macht ja keinen Sinn. Alter, das muss ich eigentlich nicht verstehen, ey. Klatsch. Mann, wie lecker. Die rennen natürlich schon wieder exakt die falsche Richtung. Wie ich denn? Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Das hast du noch nicht verstanden. Also ich meine, so ein schicker Leopardenfels würde sich bestimmt noch nicht schlecht machen. Und ich weiß auch nicht, warum er hier rumsteht.
ich weiß, ich könnte mir einen Leoparden wahrscheinlich bändigen oder was in der Richtung, aber ich bin mit dem Wolf eigentlich ganz zufrieden. Der Wolf ist streng genommen für mich so eine Art Bodyguard jetzt. Zum Tanken ist der zu lasch. Das würde so richtig gar nichts bringen. Weil der einfach dahin rennt und dann sind wir. Stehen da zwei oder sowas in der Richtung und ist ja super schnell da und das macht überhaupt keinen Sinn. Dann macht im Prinzip nur Sinn, dass wenn ich hier am Kämpfen bin, dass er mich dabei unterstützt oder mir irgendwem von den Hacken hält, der gerade abnervt oder so. Aber als Tanken lohnt sich der nicht, das Quatsch. Da würde ich wahrscheinlich, wie das halt immer mal so ist, jemanden eines größeren Formates benötigen, zum Beispiel einen Bären. Da sind Wölfe. Ugua, Mwinja. Hallo, das sind doch Wölfe. Was? Ich verstehe meine Mission nicht. Was? Was willst du? Ist das ein brennender Bär da oben? Okay. Alter, dann gehen wir da jetzt hoch. Kann ja das nicht so schwer sein, ey. Ich verstehe gerade den tieferen Sinn der Mission. Ist das überhaupt irgendeine Mission? Hier ist einfach mal. Manchmal finde ich das hier nicht so wirklich klar, aber vielleicht habe ich hier ja auch irgendeinen Wahrnehmungsfehler oder sowas. Aber es fällt mir schon ein bisschen schwer zu folgen, was jetzt hier eine Mission ist und was nicht und wann ich was tun soll und wann nicht. Also hier mit der Musik und so, das verstehe ich. So, wenn du mal nicht so laut rumgrunzen könntest, mein Freund.
Und du hast vergessen zu schleichen, würde ich sagen. Oh, das war ja aufregend. Mensch, stopp. Oh, Leuchteblatt. Klatsch. So, den hier haben wir mal. Auch voll die schöne Position. Bitte. Und erzählst du mir jetzt mal, wo du den anderen... Wo hast du den anderen fertig gemacht? Hier? Hä? Ja. Ist auch geil, du hast doch irgendwen getötet, mein Freund. Ach, wo? Ihr Lieben, alles manchmal nicht so ganz durchsichtig. Ah, ja, ja, ja. I see, I see. Ja, ich zünde mir die Keule an. Ja, und direkt rein. Spiel vorbei. Jo. Kylie, Kylie, haben wir geschafft. Bleibt ganz. Ich kriege plus ein Fähigkeit. Fähigkeiten. Da guckst du mal bei den Fähigkeiten. Kann ich eigentlich Überlebensfähigkeiten? Wie ist primitive Heilung? Gesundheitsregeneration? Dieses blöde Rumgekletter? Irgendwie gar nicht, ne? Jägerblick, Pfeile herstellen, verringerter Pfeilschaden. Doppelt, bla, reduziert Nahkampf, Bestienhammer, Kette. Das pauschal wäre jetzt echt peinlich, weil ich habe das echt überhaupt gar nicht überprüft, ob man das nicht vielleicht eventuell irgendwie pauschal kann. Gleich. Was? Ja, genau, ich lege mich zu ihm hier mit hin da. Ist ja lecker. Ein bisschen Frühjahrsputz. Tschüss. Der liegt ja in meiner Hütte rum, das geht gar nicht. So, jetzt ist das hier auch wieder. Oh, ein bisschen Weihrauch und oh, geil. Ausruhen. Da draußen ist schon wieder Geschrei. Da wird schon wieder geschnetzelt und gemetzelt. Habe ich den Bock da einzugreifen? Ich glaube irgendwie gerade nicht so richtig. Ich wollte doch... was ist da? Ich wollte doch so gern in die Ferne... Was ist das? Manager, töte die Eindringlinge, rette die Gefangenen. Eigentlich würde ich ganz gerne zu ihnen da hoch. Wenn ich mich jetzt wieder in dem Scheiß verliere hier... Nein. Wo ist er? Hallo. Kann ich ihn nicht sehen. Was war das? Hallo. Ah. Geht doch. Sag ich doch. Da hat sich das bewegt. Genau.
hält sich ganz gut die Waage eigentlich. Das ist auch nicht schlecht. Brüllt sich schon wieder irgendjemand die Kehle aus dem Hals? Da so. Schnetzel. Muss nur mal zugucken, wie ich zerfetzt werde. Geil. Wir könnten da jetzt eine Runde quer looten, aber ach Quatsch, ey. Oh, wow. Das ist auch schon wieder. Ja, hab ich mich selber angezündet. Oh nein, wo nenne ich das verdammt? The Forest. Wo man, wenn man so einen Zentimeter zu nah am Feuer steht, feststellt so, oh, ich habe mich offensichtlich kurz vorher mit Benzin übergossen. Da fange ich jetzt wohl spontan Feuer. Was ich hier nochmal erwähnen möchte in meiner langjährigen Pfadfindererfahrung. Habe ich schon viele Male sehr, sehr nah an diversen Lagerfeuern gestanden und ich habe mich dabei nicht ein einziges Mal entzündet. Also manchmal frage ich mich auch hier so ein bisschen, ob die sowas für wir hätten das. Ja. Also die liegen jetzt hier, sind alle tot oder was? Hat auch nichts außen. Ja, ja, ich lasse mich hier die ganze Zeit von der eigentlichen Mission immer so ein bisschen abhalten. Das gibt mir ein bisschen auf Keks. Also ich will da hinten hin, was machen wir jetzt auch? Ich meine, ist ja klar, wir brauchen natürlich auch irgendwie ein bisschen Material, Ressourcen und so weiter und so fort. Brauchen wir natürlich auch. Eben wollten sie noch Stress, möchte ich meinen. Jetzt, wo ich hier oben King of the Hill bin, scheint die Überlegung. Ja, genau. Ey. Nee. Das sind sie nicht. Das scheint ja ganz was Feines zu sein, ne? Ja, ja. Und jetzt hau ab von dem Ding da, damit ich das platt machen kann.
Eigentlich wollte ich zu dem Ding da hin, ey. Das kann ich eigentlich auch nicht sein, dass ich da nicht ran kann. Was ist denn das? Vor allem, wo ist das? Ne. Schalte die Kletterkralle im Handwerksmenü frei. Ach, im Handwerksmenü. Ich dachte, das wäre ein Skill. Ist ja geil. Ich warte die ganze Zeit auf die große Erleuchtung im Skill-Menü. Geil. Ja, schön. Genauso soll das sein. Ja. Bring Karush, den Krieger, in dein Dorf. Jetzt bin ich gespannt. Udam Shanti, Winja Yaudarsh. Kusakui Haita? Ja, bitte. Kommst du? Ja, was denn jetzt? Was denn? Ja. Was? Ja, was wie denn helfen? Gnadenschuss vielleicht. Soll's das sein? Guarpati, Heishheim Guanta, Baika. Was? Wie? Ja, das macht doch keinen Sinn. Ich hätte so gern so ein Mission Log. Bin ich so doof, das zu sehen, oder? Arschloch. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Hilf ihm, jo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tawinja Mukarush.
Bei mir macht sich so. Bei mir macht sich so ein bisschen der Glaube bereit, dass ich, dass die Wendler irgendwie ein Volk von Typen sind, die so. Ein bisschen. Der ist schon tot. Der denkt sich bestimmt auch gerade, geil, von dem bin ich getötet worden. Super. Alter, aber ja. Oh, der ist aber ein bisschen weit gerollt. Also rein physikalisch würde ich meinen, das hat er nicht hingehauen. Aber naja, gut von mir. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dadurch, dass da mindestens drei Körper drin liegen, das müsste sehr viel schwarzer, rußiger und es fehlt vor allem Brennstoff, weil nur drei Körper, die brennen nicht einfach so. Das könnt ihr vergessen. Wirf die Udam-Leichen in das Lagerfeuer. Dashanji! Dann nehme ich doch den hier. Das ist ja quasi sozusagen selbst gemacht. Ne? Den habe ich selbst erlegt. Den will ich auch selber braten. Nein, das sind aber leider erst zwei. Das ist auch schon schade. Der zählt jetzt nicht mit, oder was? Klatsch. Den hier fremdbraten. Das macht den Burger erst richtig interessant, wenn da nur noch fremdgebratene Leute mit dabei sind. So. Kommt doch irgendjemand. Warum da hinter uns nicht gerade ein ganzer Haufen angelaufen? Ja, was irgendwann kommen muss. Mein Alter.
So, warte. Taka. Nee, falsches Auge. Na, egal. Winjara. Geil, das ist genau der Typ. Das genäht, Alter, das sieht doch scheiße aus. Meine Fresse. So, ihr Süßen. Wie es von hier aus weitergeht, zeige ich euch auch beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bruder.